Human Design, die Tore der Liebe. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Gestern ging es um die Ängste, um die Tore der Angst. Heute behandeln wir die Tore der Liebe. Vorab mal ein optischer Überblick, eine Übersicht. Und zwar, wenn wir die Körpergrafik haben, dann sind die Tore, die sind jetzt aufsteigend von der Nummerierung her sortiert. Das Tor 10 ist im G-Zentrum, ist die Liebe zum Selbst. Das Tor 15 ist die Liebe zur Menschheit. Das Tor 25 ist die universelle Liebe. Dann kommen wir zum Milzzentrum. Da ist dann das Tor 28 der Daseinszweck. Und im Egozentrum haben wir das Tor 40 die verdiente Liebe. Und dann geht es weiter mit dem Tor 41, mit den Träumen von der Liebe, die sind im Wurzelzentrum. Das Tor 44 ist wieder im Milzzentrum, die Liebe des Talents. Das Tor 46, die Liebe zum Körper, ist wieder im Selbst. Das Tor 55, die unentschlossene Liebe, ist das einzige im Emotionalzentrum. Und eins haben wir dann noch im Wurzelzentrum, und das war das Tor 58, die perfekte Liebe. Du siehst also, sie liegen rund um das Sakralzentrum angeordnet, beziehungsweise das letzte habe ich jetzt noch nicht eingeblendet. Hier ist jetzt auch das Tor 58. Das heißt, wir haben im Emotional- und im Egozentrum je ein Tor und im Milz- und im Wurzelzentrum je zwei Tore. Und im G-Zentrum haben wir vier Tore definiert, also vier Tore der Liebe, die definiert sein können oder auch nicht definiert sein können. Und schauen wir es uns gleich im Detail an. Und zwar beginnen wir mit den vier Toren im G-Zentrum, im göttlichen Selbst. Und zwar das Tor 10 ist jetzt gemäß Human Design oder eben 64 Keys, die Bezeichnung ist Authentizität. Da geht es um das authentische Verhalten in allen Lebenslagen als Basis für erfolgreiche Interaktion. Das ist so die Hauptüberschrift des Tores. Und in Bezug auf Liebe geht es hier um Liebe zum eigenen Verhalten, so nach dem Stichwort, ich liebe mich selbst. Und zwar, ich liebe mich nur dann selbst, wenn ich wirklich authentisch bin. Also du musst immer die beiden Sachen in Verbindung sehen. Nachdem es das Tor der Authentizität ist, ist dieses Ich liebe mich selbst nur dann gegeben, wenn ich auch wirklich authentisch bin. Also wenn ich das Tor 10 definiert hätte. Für alle, die das Tor 10 definiert haben, würde diese Selbstliebe bedeuten, dass sie nur über ein authentisches Verhalten gehen kann. Dann gibt es das Tor 15, die Flexibilität, flexibles Verhalten, das den Ausgleich zwischen Extremen schafft. Und da wäre jetzt das Thema als Liebestor wäre die Liebe zur Menschheit. Wobei hier aber diese Einschränkung ist, da geht es die Liebe zur Menschheit, wenn sie der idealen Vision der Menschheit entspricht, die diese Person hat, die das Tor 15 definiert hat. Das heißt, es kann auch sein, dass das jetzt abweicht von den üblichen Normen, die eben für die Menschheit gelten. Das heißt, es kann auch bis zu fanatischen Exzessen führen, wenn diese Flexibilität, den Ausgleich zwischen den Extremen nicht geschafft wird. Also im Prinzip Liebe zur Menschheit, aber der eigenen Vorstellung, wie diese Menschheit zu sein hat. Was jetzt nicht bedeutet, dass das für alle anderen Menschen genauso gilt. Beim Tor 25 ist die Natürlichkeit die unschuldige Wesensart, die sich in ihrer Natürlichkeit vollendet, manifestiert. Und das ist das, die universelle Liebe, die Urform der Liebe. Das Tor 46 ist die Aufgeschlossenheit. Die Aufgeschlossenheit, günstige Umstände mit Bemühung und Hingabe zu nützen. Und da geht es um die Liebe zum Körper. Und ich habe dazu geschrieben, meinen oder auch deinen. Das heißt jetzt nicht, es ist unbedingt die Liebe zu deinem eigenen Körper, sondern es kann auch sein, dass es eben eine Liebe zum Körper eines anderen Menschen ist. Aber es ist Liebe zum Körper. Das heißt, du musst dich selbst nicht schön finden und dafür lieben, aber es gibt irgendeinen Körper, den du liebst, mit ziemlicher Sicherheit, wenn du Tor 46 definiert hast. In den anderen Zentren haben wir dann zum Beispiel das Milzzentrum, das Tor 28 Risiko.
die intuitive Bewusstheit, dass alles Leben ein Risiko darstellt, vergänglich ist und daher nach Sinnstiftung verlangt. Und da geht es jetzt um Liebe und Daseinszweck. Das heißt, da geht es darum, dass der Sinn einer Beziehung erarbeitet werden muss. Also diesen Daseinszweck, das ist nicht automatisch gegeben, sondern es wird in der Beziehung darauf hingearbeitet, dass eben ein Sinn der Beziehung oder eben ein Daseinszweck dieser Beziehung dann auch wirklich entsteht und erarbeitet werden konnte. Und das Tor 44 ist dann Zusammenarbeit als Stichwort und die Überschrift, die ganze lautet die instinktive Bewusstheit, dass Unvoreingenommenheit den Erfolg der Zusammenarbeit fördert. Das nennt sie jetzt Liebe des Talents und da wird die Liebe am gemeinsamen Wohlstand gemessen. Das heißt jetzt auch nicht so, ich liebe dich ganz einfach und bedingungslos und ohne irgendwelche Einschränkungen, sondern je mehr Wohlstand wir gemeinsam generieren können, desto mehr lieben wir uns, so sinngemäß übersetzt. Dann haben wir das Herzzentrum, das Egozentrum, dort ist das Tor 40, die Entschiedenheit, sich vom gemeinschaftlichen Lebenskampf durch Alleinsein zu befreien. Das heißt einerseits eben, dass eventuell sich auch zurückziehen, aber andererseits eben verdiente Liebe. Je mehr ich arbeite, desto mehr werde ich geliebt oder je mehr ich für dich arbeite, desto mehr werde ich geliebt. Das heißt, das sind immer diese Tore der Liebe, sind jetzt nicht so Sonne, Wonne, Waschtrog, wunderschöne Wolkenkuckucksheime, sondern da geht es darum, dass Liebe eben auf bestimmte Art und Weise definiert wird und erfahren wird. Und in diesen drei Zentren ist es eben so, dass sie immer an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist. Also jetzt dieses den Sinn der Beziehung überhaupt erst erarbeiten oder eben die Liebe am gemeinsamen Wohlstand messen oder auch je mehr ich zum Beispiel für dich arbeite, desto mehr werde ich geliebt, diese Glaubenssätze. Natürlich kann man sie auch auflösen oder überhaupt gar nicht erst entstehen lassen. Das heißt, wenn ich mich dafür entscheide, mich zurückzuziehen und jetzt zum Beispiel auch auf die Liebe zu verzichten, dann ist das auch kein Thema mehr, dass ich immer mehr für dich arbeiten muss, um geliebt zu werden, weil wenn ich deine Liebe gar nicht will, dann brauche ich sie mir auch nicht verdienen. Also es gibt immer mehrere Möglichkeiten, wie wir aus jetzt diesen erarbeiteten Liebesbezeichnungen und den Sinn dieser Liebe, wie wir da rauskommen können. Die anderen drei Tore sind eben im Solarplexuszentrum das Tor 55, die Fülle, die emotionale Bewusstheit, dass Fülle ein Produkt der individuell gelebten Geisteshaltung des Spirits ist. Da geht es um die unentschlossene Liebe, das heißt so, liebe ich dich überhaupt oder liebe ich dich doch nicht? Und oftmals endet das jetzt in der Überzeugung, dass wahre Liebe unerreichbar scheint und in irgendwelchen Star-Verehrungen, dass man sich eben jetzt unerreichbare Personen als Objekt der eigenen Liebe sucht, wo ganz sicher ist, dass das nie irgendwie in eine Beziehung ausarten kann. Oder eben immer wieder diese Zweifel dran, ob diese Liebe jetzt wirklich echt ist. Im Wurzelzentrum haben wir das Tor 41, die Hoffnung. Hoffnung, dass trotz oder gerade wegen der Einschränkungen die ersehnte Entwicklung möglich ist. Und hier geht es vor allem um Träume von Liebe und gerade im Tor 41 auch um sexuelle Fantasien und um das Ausprobieren von sexuellen Praktiken, zumindest einmal mal irgendetwas ausprobiert haben wollen. Also du siehst schon, diese Tore der Liebe sind jetzt nicht unbedingt nur rosarot angefärbt oder mit der rosaroten Brille gesehen, sondern ganz und gar nicht. Das letzte Tor, das wir haben, ist Tor 58, die Lebensfreude. Der unersättliche Antrieb, den Wunsch nach unbeschwerter Lebensfreude und heiterer Vitalität zu befriedigen, das klingt einmal gut. Allerdings verbunden mit perfekter Liebe ist es jetzt wieder eine Herausforderung, weil da geht es eben darum, sei, wie ich dich haben will. Also ich liebe dich zwar, aber nur, wenn du so bist, wie ich dich haben will. Also jetzt nicht auch wieder nicht diese bedingungslose Liebe. Also
Die sind diese 10 Tore und diese 10 unterschiedlichen Arten von Liebe sind eben großteils an irgendwelche andere Menschen geknüpft und von Bedingungen abhängig, die diese anderen Menschen erfüllen sollten, dürften, was auch immer. Und wenn wir uns jetzt noch an gestern erinnern, an die Tore der Angst, dann wird dir vielleicht aufgefallen sein, dass es 3 Tore gibt, die wir gestern hatten und die wir auch heute haben. Das heißt, Liebe und Ängste im gleichen Tor. Und ich erzähle dir wieder aus der eigenen Erfahrung, weil 2 der 3 Tore habe ich natürlich auch definiert, weil Frau gönnt sich ja sonst nichts. Das heißt, ich habe das Tor 28 definiert, eben dieses Risiko, wo es eben darum geht, Liebe gemessen am Wohlstand. Und zwar habe ich noch in 2 Linien definiert, in der Linie 3 Abenteuerlust gepaart mit intuitiver Vorsicht, was bei mir noch dazu im bewussten Neptun liegt. Das heißt, wo es darum geht, eben diese Schleier zu lichten. Und im unbewussten Neptun habe ich die Linie 1 Intuition für effektive, detaillierte Vorbereitung. Auch da geht es jetzt um Transformation und um das aufzulösen, dieses Vordergründige aufzulösen, um das Hintergründige erkennen zu lernen, zu erkennen zu können. Das heißt, Neptun ist eben das mit dem Schleier, was verschleiert, was jetzt tatsächlich Fakten sind. Und in meinem Fall, also ich habe eigentlich Liebe nie am Wohlstand gemessen, aber es wurde mir trotzdem immer wieder mal vorgeworfen, dass ich ja sehr materiell eingestellt bin und wenn mein Partner mehr verdienen würde, ich bei ihm bleiben würde, was nicht der Fall war. Aber ich habe anscheinend auch den Eindruck erweckt, dass ich Liebe am Wohlstand messe. Es war auch mein zweiter Ex hat mir dann, also hat nicht mir, aber hat dann über mich gesprochen mit anderen und hat dann immer wieder behauptet, dass ich ihm so viel Geld gekostet habe und dass ich ja nur aufs Geld aus bin. Wobei mein dritter Partner oder mein dritter Mann dann letztendlich brutto so viel verdient hat wie der zweite netto. Also wenn ich wirklich aufs Geld aus gewesen wäre, wäre ich beim zweiten geblieben, weil der wesentlich mehr Geld verdient hatte. Also nur so nebenbei bemerkt. Also es kann jetzt auch sein, dass dieses Liebe gemäß am Wohlstand nicht unbedingt das ist, was du selbst lebst, sondern wie du wahrgenommen wirst. Also eben Risiko, also Tor 28, Liebe und Daseinszweck, dass eben die Liebe gemessen wird an dem, wie viel Wohlstand wir gemeinsam erreichen können. Und das Tor 44 habe ich mir auch gegönnt, sogar dreimal. Da geht es darum, den Sinn der Beziehung zu erarbeiten, was in meinem Fall auch dreimal gescheitert ist. Das heißt, ich habe dieses Tor der Zusammenarbeit mit Führung in Aufrichtigkeit und Allparteilichkeit um zielbewusste Entwicklung gemeinschaftlicher Strukturen und Organisation instinktives Erkennen der Muster wären die Themen des Tores und der Linien gewesen. Und dann gibt es eben diese Liebe des Talents, den Sinn der Beziehung erarbeiten, auf der anderen Seite die Angst vor den Sünden der Vergangenheit. Das heißt, diese Kombination von Sinn der Beziehung erarbeiten und aber, also in meinem Fall konkret ist es so, ich wollte nicht das wiederholen, was ich schon einmal falsch gemacht habe oder was den Anschein erweckt hat, dass ich falsch gemacht habe. Im Prinzip war nichts falsch gemacht, weil jedes Scheitern einer Beziehung hat mich weitergebracht. Das heißt, oben beim Tor 28 eben Wohlstand oder eben die Angst vor der Sinnlosigkeit des Lebens hat bei mir recht gut zusammengepasst und auch den Sinn der Beziehung erarbeiten und jetzt aber Sünden der Vergangenheit nicht wiederholen zu wollen. Ich meine, ich habe es trotzdem immer wieder gemacht, aber ja, dann eben beschlossen, okay, ich will jetzt keine Beziehung mehr erarbeiten, sondern ich bleibe bei der einzigen, die wirklich auf Dauer sein wird, kann, muss und bleib eben seit der dritten Scheidung jetzt überzeugt und glücklicher Single. Das dritte Tor, was beides beinhaltet, ist eben das Tor 55, die Fülle,
Da geht es um die unentschlossene Liebe und die Angst vor der Leere. Das heißt, diese Star-Verehrung, dieses ich verehre und liebe Menschen oder Wesenheiten, die ich nie im Leben erreichen werde, verhindert natürlich auch die Angst davor, dass jetzt da eine Leere entsteht, weil solange ich diese Personen oder Wesenheiten eben quasi anbete oder eben verehre und sie liebe, habe ich auch einen Sinn im Leben. Da ist jetzt keine Leere da. Das heißt, das, was ich bei gestern beim Tor der Angst mit Leere, eben jetzt Leere von emotionaler Leere, solange ich jemanden lieben kann und den nie erreichen werde, dass nie die Realität einkehrt, der Alltag einkehrt, habe ich auch keine emotionale Leere, weil ja immer diese Liebe zu diesem unerreichbaren Wesen da ist. Also nur so, dass du auch mal so diese Pro und Contra in diesen ganzen Bezeichnungen und Begrifflichkeiten mal aus meiner Perspektive gehört und gesehen hast. Das war es jetzt auch schon für heute. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, freue mich über einen Daumen hoch, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke einschaltest, und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, Baba, bis demnächst.